Tag. Aurus-Set. Man müsste meinen, es hätte gute Rüstungswerte. Leider nicht wirklich. Also, folgendes Problem, womit wir uns heute befassen müssen. Leider. Ich bin kurz davor, Lucatils, aber vor allen Dingen Bernards Quest zu verkacken. Ich kann mit Bernard noch einmal reden und dann ist vorbei. Er sitzt jetzt in der Nähe vom Pursuer. Wenn meine Recherchen richtig sind, sitzt er in der Nähe vom Pursuer. Lucatil steht da vorne. Das ist das vorletzte Gespräch. Sie müsste irgendwo da hinten im Gang stehen. Ja, da hinten steht sie. Die Ledge übrigens, wo man, mit der man hier hinkommt, ist direkt am Bonfire quasi einfach geradeaus sich droppen lassen. Das habe ich nicht gewusst. Ich habe es erst gelesen, als ich nachgelesen habe, wo Lucatil jetzt steht. Aber egal. Lucatil, vorletztes Gespräch. Danach nochmal vor Aldias Keep. Und das ist das letzte. Ich muss bei beiden noch einen Fight machen. Nur ich habe keinen Fight mehr von den beiden übrig. Wobei das nicht ganz stimmt. Also, Lucatil hat keine Fights mehr. Ich muss irgendein Gebiet, wo sie vorkommt, nochmal im New Game Plus machen. Das ist entweder No Man's Wrath, Sinner's Rise, ja, hätte ich sie damals mitgenommen bei meinem Rematch, hätte ich das Problem jetzt nicht, aber ich wollte ja das One-on-One Rematch. Sinner's Rise, dann, wo war sie noch, wo haben wir sie noch beschworen? In der Nähe von Irvine Peak, glaube ich? Ne, da war ihr... Keine Ahnung, das dritte weiß ich nicht mehr. Und jetzt halt hier im Black Gulch kann man sie für den Rotten angeblich ranholen. Wusste ich nicht. Natürlich nicht. Woher soll ich das wissen? Und ja, ich muss jetzt diese Gebiete jetzt New Game Plus machen. Und leider Gottes wird meine Entscheidung wohl auf dieses Gebiet fallen, weil von all den Bossen ist Rotten am, in Anführungsstrichen, einfachsten zu erreichen und hat, in Anführungsstrichen, die einfachsten Mechanics. So. Das dazu. Bernard ist ein anderes Problem. Mit Bernard hätte ich theoretisch noch einen Fight. Und zwar Throne Watcher und Throne Defender, die jetzt theoretisch kommen könnten. Aber ich werde sie noch nicht machen. Das triggert dann allerdings wohl die Endfights des Spiels. Der Endfight, die Endfights, keine Ahnung. Ich habe das jetzt nicht so ganz im Kopf. Und ich könnte danach natürlich weitermachen und dann mit ihm reden. Aber ich will Throne Watcher und Defender alleine machen. Das heißt, ich werde ein Gebiet auf New Game Plus machen, wo ich ihn hätte ranrufen können. Und guess what? Ich habe tatsächlich ein Zeichen von ihm übersehen. Eines. Er hatte bis zu jetzigen Zeitpunkt hätte er 3 Kämpfe gehabt und ich habe ihn für 2 tatsächlich beschworen. Einen habe ich übersehen. Obwohl ich Mensch war. Und sein Zeichen war nirgendwo in der Nähe. Nämlich für den Prowmagus und die Conflagration. Wo war sein Summoning Sign? Am Bonfire. Ganz am Anfang am Bonfire, wo das Lager mit diesen Falconer Legionären ist. Da irgendwo ist wohl sein Bonfire. Das heißt für mich, ich werde das Gebiet auf New Game Plus machen, weil Prowmagus und Conflagration ist der einfachste Boss, den man sich vorstellen kann. Werde das Gebiet eigenhändig klären, ihn dann zurückgehen, ihn ranbeschwören und dann den Bossfight machen müssen. Ich habe viel zu tun. Aber zunächst einmal... Ach so, und wir werden heute in die Leere gehen oder ins Dark und werden uns da den Boss holen. Und ich glaube, dann ist die Folge auch eigentlich vorbei. Von daher, das wird eine Folge, wo wir nochmal alles zusammen abklappern. Und dann geht's ab in die DLCs, bevor ich den Endboss mache. Ja, ich sehe es genauso durch wie in Dark Souls 1. Ab in die DLCs. Und dann kommt der Hauptboss. Oh. You. Yep. My thoughts are very scattered. Okay. Alles okay. What is this curse? The question rings in my mind, but I haven't the focus to answer it. Loss frightens me no end. Loss of memory, loss of self. Verständlich. If I were told that by killing you I would be freed of this curse, then I would draw my sword without hesitation. I don't want to die, I want to exist. I would sacrifice anything, anything at all for this.
It shames me, but it is the truth. Damn. Sometimes I feel obsessed with this insignificant thing called self. But even so, I am compelled to preserve it. Am I wrong to feel so? Surely you do the same in my shoes. Maybe we're all cursed. From the moment we're born. Sometimes I feel upset, even from the moment. Okay, damit ist ihr Dialog zu Ende. Und sobald ich hier einmal resettet habe, wird sie in dem kleinen Häuschen vor Aldias Keep stehen. So. Dann wird es Zeit, das Gebiet hier zu resetten, den Rotten zusammen mit Lucatil zu killen und dann das letzte Gespräch mit ihr zu holen. Aua. Leider, ich habe hier jede einzelne Statue, glaube ich, auf dem Weg nach unten gekillt, weil ich hier alles abgesucht habe, um Lucatil zu finden. Ich habe dabei sogar ein zweites Bonfire gefunden. Ich muss gar nicht das ganze Gebiet nochmal laufen. Wait a second, I have a bonfire right near the Bossfight. Ich glaube, es ist egal, welches Bonfire ich resette. Das ist alles das Black Gulch. Das Einzige, was ich halt noch gerne getan hätte, wäre genau die Viecher abfahren. Weil die gerne mal Titanite-Sachen droppen lassen, aber ist egal. Alright. Es kann sein, dass die Invasions wieder resettet werden. Was ziemlich scheiße wäre für mich. Aber hey, alles für eine Quest. Let's go. Ja, let's go. Ach nee, you don't say. Lucatil of Mirror. Okay, ich werde erst das Gebiet hier. Oh! Die Drops haben sich ja auch resettet, right. Und euch mache ich auch nochmal eben weg, just for the good measure of it. Dann mache ich das Gebiet eben schnell clear. Hier irgendwo kam einer raus, da. Komm mal her. Jetzt komm her. Jetzt komm her. Gott, bist du langsam. Okay, das waren 8. Gut. Lucatil, let's go. Yes. Wunderbar. Wunderbar. Folgst du mir, Lucatil? Wir gehen nicht vorne raus. Ich habe nämlich keinen Bock, dass du über die Ledge aus Versehen fällst. Ich traue euch NPCs nämlich alles in der Hinsicht. Da? Wunderbar. Na denn. Der macht verdammt viel Schaden gegen Lucatil. Das gefällt mir nicht. Ja genau, dreh dich in meine Richtung. Hat er gerade einen Tantrum oder was? Tantrum! Tantrum! Autschies. Oh, ohne es zu wollen, habe ich sogar tatsächlich was gedodged. Ich muss mich mal eben wieder heilen. Lucatil, geh weg von ihm! Oh, irgendwie interessiert sie das sehr wenig, ne? Autschies! Nein, 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 nein! Sei! Nicht ins Feuer gehen!
Okay. Who are you? Oh. No, forgive me. I know you. Yes, of course. How goes your journey? I know not what you seek in this faraway land, but I pray for your safety. Please take these. Okay. Und das ist die Belohnung, wenn man ihre Quest richtig macht. Consider this thanks for keeping me sane. My name is Luca Teal. I beg of you, remember my name. For I may not myself. I will. Oh, der Moment der Wahrheit. Und sitzt Bernard dort? Er sitzt nicht dort. Dann, so fürchte ich, ist seine Quest verkackt. Also er sitzt noch hier. Aber soweit ich es gelesen habe, müsste er nach dem Raum mit dem Pursuer sitzen. Problem ist, wenn ich jetzt mit ihm spreche, ist seine Quest verkackt. Endgültig. Wenn sie nicht schon verkackt ist, dann würde sie verkackt sein, wenn ich jetzt mit ihm rede. Das heißt, ich werde es ausprobieren. Ins kalte Wasser springen, das Gebiet resetten. Und ja, dann mal schauen, ob es was gebracht hat. Wenn nicht, dann eben nicht. Alright. Ich hoffe, jeder ist bereit dafür, denn ich bin's nicht. Ich hoffe, ich kann das Lager hier ignorieren und in Anführungsstrichen nur den Weg hier runterlaufen. So, let's go. Ich habe ja genug davon. So. Muss ich das Lager hier klären, ist die Frage. Wo ist sein Summoning, sein Sign, wo ist das? Es ist irgendwo im Lager, oder? Was soll es das denn? Was zur Hölle? What? Du bist neu. Ihr seid beide neu. Fuck. Da kommt noch so ein Schwein. Das ist die Rache für die Schnitzel, oder? Ihr tut ein bisschen weh. Aber ihr seid nicht schnell. Holy shit. Das guckt. Was? Diese Schweine droppen die Weinblätter. Was zum Fick? Ich glaube, er soll einen Totengräber darstellen. Aber ein Totengräber gräbt nicht mit einer Spitzhacke im normalen Boden rein. Also es kann natürlich sein, dass ich blind bin. Das ist absolut... Oh! Ja, hier ist er. Okay, ich habe seinen Sign gefunden. Alles klar. Gut, gut, gut. Das haben wir schon mal. So. Hier sollte ich vielleicht doch die Flame Weapons dann verwenden. Ich hole dich ran. Okay, halt die Waffe halt ein bisschen komisch. Ist das mein Handy? Das ist mein Handy. Eine Sekunde bitte.
Okay, das war ein sehr unangenehmes Mastodon Greatsword von Das war ein sehr unangenehmes Telefonat vor ein paar Stunden. Okay. Verlassen wir es dabei. Es war sehr, sehr, sehr unangenehm. Zurücklaufen, Bernard holen und dem Boss klatschen. Kommen Sie, Bernard, kommen Sie. So ist fein. Dann wollen wir mal. Let's go. Echt jetzt? Ich kann ihn einfach... Was ist das denn? Vor allem wie viel Schaden er von mir kriegt. Oh my god, I did it. I did it. Oh my god, ich hab's noch hinbekommen. My homeland is on the fire. Ah, schön, ich hab's hinbekommen. Ich hab die Quest geschafft. Ah, schön, ich hab's hinbekommen. Ah, das macht mich jetzt sehr, sehr happy. Ist schon ein Schmuckstück, das nette Ding. Es ist schon ein Schmuckstück. Es ist nicht wirklich gut von den Werten her. Und es hat auch kein Scaling. Sprich, der Damage wird immer gleich bleiben, sobald man es einmal upgraded hat. Aber es ist schon schicke. Denn ich will jetzt wissen, was es hier mit dem Crushed Eye Orb auf sich hat. Deswegen werden wir es mal ausprobieren. Let's go. Dammit. Kannst du mal damit aufhören? What? Mein Gott! Wie viel hat sie davon? Sie gilt ja, genau wie ich, als... Wo halte ich?
Jetzt tickt sie. Die schweren Angriffe sind nicht wirklich... machen nicht wirklich mehr Schaden. Aber sie tickt am Gift ein wenig runter, which is nice. Vielleicht habe ich jetzt die Chance. Ja, come on. Come on, schnell. Yeah. Ja. Yeah. Mann, Mann, Mann. Rotunda Lockstone. Soothing Sunlight? Okay. I take all of this. That was cool. Oh. Oh, sie ist jetzt sogar wirklich weg. Okay. Naja, zum Glück wollte ich eh keine Miracles in dem, auf dem Charakter hier benutzen. Von daher. Okay. So, mit ihmchen hier will ich reden. Finally, you are here, young undead. Yes. Now, open the depths of darkness. I will. Young undead, the dark awaits you. Mm-hmm. Got it. The mouth to the dark chasm is not normally open. If you seek the dark, young undead, you... Ich glaube, das hatten wir alle schon, von daher. Nimm einfach mein Human Effigy und mach das Portal auf. Das hier ist das Schlimmste. Young undead, may the dark shine your way. Das ist das Schlimmste, wenn ich sterbe, muss ich immer wieder hierhin zurückkommen. Durch den Black Gulch. Ein Human Effigy opfern, um hier dann wieder reinzugehen. Von daher, let's go. Oh, der Dungeon ist anders. Wir sind also doch immer anders aufgebaut. Interesting. So, langsam vortasten. Okay, das habe ich nämlich erwartet. Wo ist die Flame? Okay, I fucked up. Okay, das muss ich anders machen. Shit. Take it. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. So, was ich jetzt versuchen will, ist... Erst einmal, wenn ich da drin bin, buff ich mich hier mit. Ich habe nämlich keine Lust, von dem Feuer richtig hart zerrissen zu werden. So. Dann werde ich den hierher locken. Hier mache ich einen Toxic Mist hin. Und noch einen. Und noch einen. Okay, damit ist er immerhin schon mal vergiftet. Alleine?
Okay, einer weniger. Der andere ist offenbar nicht hier. Den habe ich echt noch nicht bemerkt hat. Go down! Go down! So, das waren die beiden. Was bist du? What? Ich häng an irgendwas fest. Auf dem Boden mit dir. Direkt normal. Direkt normal. Oh. Nochmal. Und nochmal. Okay. Der Zweihänder ist gut. Der Zweihänder carried mich hier gerade durch. Bitte sei vergiftet, bitte sei vergiftet. Wähl ihn an. Er ist vergiftet, nice. Auf den Boden. Gift hat aufgehört. Ah, Gift tickt nicht weiter bei den Gegnern, wenn sie am Boden liegen, hä? Interesting. Ist hier unten sonst irgendwas? Ich glaube nicht. Hat der gerade Magie gecastet, obwohl ich ihn gestaggert hatte? Hat er gerade Magie gecastet, obwohl ich ihn... Kann ich hier irgendwas machen? Muss ich das vielleicht anzünden? Oh. Hat mir das jetzt was gebracht? Na gut. Ich weiß zwar nicht, ob mich das jetzt umbringen wird, aber leap of faith. Man beendet diese Dungeons tatsächlich mit einem Leap of Faith. Young undead, the dark beset upon you runs deeper than I had imagined. Let us see just how much dark you can endure. You have seen dark that has existed from times long past. What once was a great void of darkness became but fragments. But slowly, the scattered fragments grew, absorbing all things. It is we who will be pilgrims to these sacred sites. Oh, thank you. So, als nächstes würde ich sagen, nehmen wir ihn hier. Der ist wenigstens wesentlich angenehmer zu erreichen als der erste. Und der letzte im Castle Dranglake ist natürlich der angenehmste. Na dann. Finally, you are here, young undead. Yep. Now, open the depths of darkness. Wie schafft er es eigentlich überall gleichzeitig zu sein? Young undead. The dark awaits you. Bist du ein Drillingsgespann? Das hat immer sofort so. Young undead, may the dark shine your way. Keine Sorge, Sauron macht das schon. May the dark shine your way.
Na dann, mal sehen, was uns hier erwarten wird. So, vorsichtig und langsam vortasten. Bis mich der erste Gegner anspringt. Voller Elan und Tatendrang. Ah ja. Ich weiß nicht, ob ich einen Pyromancer da sehe. Um Einheim Homeward Bone benutzt. Holy shit. Ah, thank you for this. Da hinten wieder rum. So, get poisoned. Das ist echt zu gut. Diese Crowd Control. Die der zwei Hände mir bringt. Ist einfach zu gut. Please die. Nope. Echt jetzt? Hier ist auch noch ein Loch im Boden. Okay, so viel Schaden macht er mir gar nicht. Das Duell gewinne ich auf längere Sicht. Sofern er nicht gleich... Okay. Das gibt mir nur Stamina Regeneration. Thank you. That was easy. Vorsicht vor dem Loch. Da jemand drauf? Nein, hätte mich aber nicht gewundert, wenn dem so wäre. Ich glaube, er ist der Einzige. Ich glaube ja. Na dann. Lass uns duellieren. Na dann. Yeah. Hi. Finally, you are here, young undead. Hm? Now, open the young. Hab ich's verkackt? May the dark. Hab ich's verkackt? Take it. Young undead. May the dark shine your way. Mm-hmm. As you wish. Yes. As you wish. Hä? Was war denn der Spruch jetzt noch? Naja. So, ich weiß ja jetzt, dass mir ein Habelmonster entgegenkommt. Der wird CC'd. Na dann kommen sie mal.
habe. Das ist echt das Beste, was es gibt. So, dann steht da noch jemand drin. What? Oh no. Der hatte so eine Magiebarriere auf sich drauf, ne? Und das gefällt mir nicht, wie die Person da steht. Hab ich gesehen? Get poisoned! That's fine. It's fine. Ach, das ist eine Pyromantin. Look at that. Let's conquer the darkness. Nice. Hier nicht der Leap of Faith. Hier. Hurra for jumping. So, wenn ich alles richtig gemacht habe, müsste jetzt ein Bossfight kommen. Und ich glaube, für den Fight benutze ich Claymore? Good old Claymore? Ja, ich nehme die Good old Claymore. Okay. Dann wollen wir doch mal sehen, was passiert. Na dann. Let's go. I'm gay! Da ist er. Oh, what? Oh, ich habe keine Ausdauer. Oh, doch, dafür hatte ich Ausdauer. Okay. Quick, 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 quick. Alles klar. Frage ist, teilt euch eine Health Bar oder hat jeder seine eigene? Au. Really? Okay. Ah! Wieder. Oh.
that you are special. There is more dark within you than even you know. Dark is the mother of all. All things were born from it. Mhm, cool. Ich muss da nochmal rein. Die Frage ist, muss ich den Dungeon nochmal machen? Muss ich alle drei Dungeons nochmal machen, oder? Ja, I'm dead. May the dark. Let's see. Und mal schauen, ob wir nochmal gegen Dark Lock herangehen, oder... oder nicht. Auf jeden Fall sind hier meine Seelen, was sehr, sehr nice ist. Also dann. Get staggered. Ich krieg den. Ich mach dich fertig. Und da ich dann den Ring hier nicht mehr brauche, nehme ich den hier. Dark Defense. Cause I'm so smart. Und da ich den Ring eigentlich nicht brauche, nehme ich den Ring. Ja. Ausdauer Regeneration. Cause I'm so smart. Das heißt, ich kann nämlich so rumlaufen. Wunderbar. Let's go. Ja! Yes! Oh! Warte. Das galt noch, oder? Saufen. Wo ist der andere? Was? Du wärst schon lange tot! Oh, warum? Vor allem das Lustige ist, das glaubt ihr jetzt mir vielleicht nicht, wenn ich das sage, aber... der ist nicht schwer. Das Einzige, was ihn in Anführungsstrichen schwer macht, ist die Tatsache, dass was die beiden Kopien jeweils einsetzen, ist absolutes RNG. Ist total zufällig. Ich hab zumindest bis jetzt kein System darin gesehen. So dass sie sagen, der eine geht, wenn der eine in Nahkampf geht und zweimal zuschlägt, dass dann Feuer kommt. Nö, das ist absolut random. Das ist die einzige Sache, die den Kampf schwierig macht. Also, die zwei Sachen. Erstmal, dass er sich aufteilt. Und dass die beiden Figuren, diese beiden Kopien, dass sie unabhängig voneinander random irgendwas benutzen von diesem Set, was er hat. Ansonsten, der ist nicht schwer. Der hat noch relativ viel Leben, aber der ist nicht schwer. So, bevor ich jetzt hier reinspringe, habe ich irgendeine Rüstung, die mir Dunkelresistenz gibt. Moment. Tatsache, sogar das Set von dem einen Typen auf dem Stuhl, was er mir gegeben hat, das Set hat ziemlich hohe magische und elementare Resistenzen, von daher, let's use it. Aber vorher noch ein Life Gem in den Nacken, oder auf den Nacken, oder auch immer, und los. Okay, Dark Lurker, hoffentlich zum letzten Mal jetzt. Ja, das gefällt Papa sehr, sehr, sehr gut.
Das gefällt Papa, was er da sieht. Noch ein Laser oben drauf. So, komm runter. Okay. Ja! Nein! Komm her! Ich bleibe nicht stehen, ich bleibe nicht stehen, ich bleibe nicht stehen! Okay. Keine Explosion. Okay. Okay. Ich hatte gerade echt Luck, dass er sich nicht aufgeteilt hat. Ich glaube, er hatte keine Möglichkeit dazu oder sonst was. Er hat sich nicht aufgeteilt. Das hat mir gerade alles gecarried. Ich bin zu Hause. Young undead, you've discovered the truest dark within you. A deep, deep dark it is. The dark that we must all face. We need the Abyss more now than ever. Es ist also doch die Abyss, hä? Huh? Climax? I bequeath these to you. Take them on your pilgrimage. Frankenschein, nett. The Embrace. Okay. Hast du neue Sachen jetzt, wo ich Dark Looker down? Nein. Nicht, dass ich sehe. May the dark shine your way. Okay. Der Tag war erfolgreich und ich glaube, damit beenden wir das auch hier. Ich habe die Quest von Lucatiel fertig, von Bernard und Dark Looker ist down. I feel good about myself. Auch wenn er schon lange hätte tot sein sollen, Dark Looker. Dass diese eine Explosion noch... The fuck? Kann ich jetzt immer hier rein? Ich meine, ich wüsste nicht, warum ich das tun wollen würde, aber hey. Level up verloren. Aber so viel gewonnen, irgendwie. I feel good. Bleiben jetzt nur noch die DLCs. Das nehmen wir nächstes Mal in Angriff. Alright. Dann bis zum nächsten Mal. Kamera, halt still. So. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.